Es ist 12 Uhr mittags, die erste große Sendung des Tages im Studio von Dosht beginnt. Live-Schalten zu den Reportern vor Ort sind meistens der Aufmacher, aktuell, aber auch meinungsfreudig zugleich. Unser Sender ist für die Menschen, denen ihr Leben nicht egal ist. Sie warten nicht, bis man ihnen etwas gibt. Sie wollen die Ärmel hochkrempeln und die Dinge selbst aktiv mitgestalten. Deswegen will die Senderchefin Natalia Sindeva auch, dass Dosht dorthin geht, wo die großen Staatssender nicht hinkommen. Zu Protesten, Verhaftungen und anschließenden Gerichtsprozessen. Gegen andersdenkende, unbequeme, unangepasste Russen. Wie etwa dem Theaterregisseur Kirill Serebrennikov, den der Staat neuerdings offenbar mundtot machen will. Natalia Sindeva gründete den Sender vor 7 Jahren und leitet ihn bis heute. Sie sieht zwar Dosht als den Anwalt ihrer Zuschauer, will aber objektiv bleiben und Raum für verschiedene Meinungen geben. Wir sind Journalisten, also müssen wir unparteiisch sein und dürfen keinen Aktivismus betreiben. Wir wollen Beobachter sein. Sie können also den Kreml auch loben und müssen ihn nicht zwangsläufig kritisieren. Wenn der Kreml irgendetwas macht, was uns gefällt, werden wir das schon wertschätzen. Aber noch warten wir darauf. Einige hundert junge engagierte Programmmacher, das ist das Team von Natalia Sindeva, in diesem Moskauer Fabrikloft. Hier wird recherchiert, aufgezeichnet und gesendet. Rund um die Uhr. Alle wissen, dass sie ihren Job auch schnell verlieren können, wenn die Intendantin mit Dosht in den Augen der Obrigkeit zu weit geht in der kritischen Berichterstattung. Die Tatsache, dass es uns gibt und dass wir unabhängig berichten können, beweist zwar, dass es eine gewisse Pressefreiheit in Russland gibt. Wir haben keine Zensur im Sender. Aber wer uns kennt, weiß, dass unser Sender immer kleiner wird. Und das passiert nicht, weil die Geschäftsleitung das will oder aus Mangel an Zuschauerinteresse, sondern weil die Staatsmacht uns ganz offensichtlich unter Druck setzt. Willkürliche Durchsuchungen, plötzliche Vertragsbrüche und anonyme Drohungen. Auch das ist Alltag für Natalia Sindeva und ihren Sender Dosht. Den Sender, der trotzdem nicht aufgeben will. Optimistic Channel.